So, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video zu Counter-Strike. Und zwar gibt es noch ein Ankündigungsvideo. Heute oder morgen wird es rauskommen. Und zwar werden wir am Montag im Livestream ein 100-Case-Opening machen. Prisma-Case-Opening. Ich habe das Knife wird es als Giveaway geben. Ich brauche noch ein paar Kisten und habe mir gedacht, das ist immer eine gute Idee auf jeden Fall. Wir können uns jetzt die neuen Kisten mit dem, was wir aus den Souvenirpäckchen ziehen, sponsoren quasi. Ich öffne die jetzt und aus den Skins, die wir verkaufen, holen wir uns die Prisma Cases, die noch fehlen. Das geht auf jeden Fall mit Sicherheit auf. Eigentlich wollte ich die Souvenir Cases holen als Geldanlage. Hab dann die Preise von den Skins gesehen, teilweise. Natürlich ist 99% davon einfach nur billiger Crap, aber so die Top Items aus den Cases sind teilweise richtig was wert. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann lass uns die jetzt öffnen und dadurch können wir uns dann die neuen Kisten mit Sicherheit leisten oder halt auch nicht, weil wir nur blaue Scheiße ziehen, beziehungsweise weiße Scheiße mit goldenen Aufklebern. Dann sage ich mal, wir fangen mal an. Wir haben hier Overpass, Nuke, Cage, Mirage. Mirage ist, glaube ich, die Kiste mit, ja, die Großbrand, Grüße gehen raus an die deutschen Übersetzungstitel, ist glaube hier noch der coolste Skin. Ich weiß gar nicht, was die Bulldoze jetzt wert ist aktuell, aber ich sag mal, wir fangen jetzt mit Mirage an. Cage, Nuke und Overpass sind natürlich die extrem interessanten. In der Cage sind ohne Witz echt coole Skins. Hier die drei Skins feiere ich extrem, also ich finde auch das ist der geilste Pharma-Skin, geilste Galil-Skin, die Techo sieht mega nice aus, die Glock sieht richtig fett aus, die MP9 sieht geil aus, MAC-10. Also erstmal hier Props an die Kiste und wenn man da natürlich ein Fette zieht, hat man auch noch ein paar Euro gemacht, aber ich denke hier Overpass und Cage war es, glaube ich. Ne, was sage ich denn? Nuke. Da sind auf jeden Fall hier die Skins drin, die richtig Geld bringen, wenn man die zieht. Die ziehen sie natürlich nicht. Also, dann fangen wir mal an. Wir foltern uns nicht länger auf die Spanne. Also, wir spannen uns nicht länger auf die Folter. Und ziehen hier mal das erste Item, das uns Geld einbringen wird. Dass die Skins halt wirklich so scheiße aussehen müssen, verstehe ich nicht. Souvenir finde ich eigentlich generell ziemlich cool, wegen den Stickern, aber was ist das für ein Skin? Sorry, was ist das für ein Skin? Versenkt. Ja, drückt auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, am Montag, das ist der 15. April müsste das sein. Wir werden so um, denke ich mal, 19 Uhr starten. Da wird es auf jeden Fall einige, also das Knife wird gegiveawayt und wir haben das uns so überlegt, wir wollen dann quasi, ich weiß nicht, ob wir bei jeder Kiste oder jeder fünfte Kiste machen, dass man quasi, dass ihr dann quasi tippen könnt, entweder was von Skin rauskommt oder was von eine, ob es Factory New Field Test, also was von eine, mir fällt das Wort nicht ein, was für eine Condition das Item hat und dann kriegt ihr, je nachdem, kriegt ihr dann Punkte und wer am Schluss die meisten Punkte hat, kriegt einfach das Knife. Ist, denke ich, eine ganz coole Sache, so ein bisschen mitmachen und ich denke mal, jeder interessiert es, was man so aus 100 Cases ziehen kann. Und, aber wie gesagt, Ankündigungsvideo kommt die Tage, lasst auf jeden Fall Daumen hoch da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Schaut doch gerne schon auf Twitch TV, Hangemau live vorbei, da werdet ihr dann die ganze Sache wird dann dort stattfinden. Und wir haben bisher nur gute Sachen gezogen. Meine Main-Waffe hier. Nice, dass ich da jetzt mal einen fetten Skin dafür habe. Safari-Netz. Mirage ist wie gesagt so, also bis auf hier die zwei Skins vielleicht, ja, die abgefuckteste Kiste. So, das 2 oder so ist halt auch noch mega staubig, wie der Name schon sagt. Und wir ziehen natürlich nur die guten Skins. Grüße gehen raus an die Designer. Azubis. Simple. Yay. Yeah. Letzte Mirage-Kiste, dann hat das Elend endlich ein Ende.
Und wir ziehen die Scheißskins aus einer anderen Kiste. Die Skins, ich bin fassungslos. So, Cage war auf jeden Fall mega geile Blayskins, aber wir werden bestimmt die Negev Atommüll ziehen die ganze Zeit. Was eigentlich auch ein geiler Skin ist, aber ich meine, Negev, das will ich halt nicht. Orc ist auch ein geiler Skin. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen was wert. Wir können dann nachher mal kurz durchgucken. Aber ich spiele halt auch keine Orc, also von dem her läuft alles nach Plan und richtig gut. Die P250 sieht auch sehr schön aus. Ich habe gerade gestanden, 40. Cage, ja. Ich hatte tatsächlich schon teilweise relativ Glück mit den Souvenir-Cases. Oh, ja. Ich freue mich übertrieben, ja. Wo sind wir? Inventar. Alter, was ist das für eine komplette behinderte Scheiße hier? So, hier. Die will ich mal kurz angucken. Also hier sind auch schon die Schlüssel und alles. Ja, okay. Inventar, RIP, oder? Ah ja, hier ist er. Minimal Wear. Da möchte ich mal ganz kurz gucken. Ah ja. Klappt alles wahnsinnig gut, was die denn gerade auf den Markt bringt. Ich weiß jetzt schon wieder gerade, weil ich die Skins nicht gefunden habe, was ich gucken wollte. 3,95. Ja. Und weiter im Text. Also was ich damit, glaube ich, sagen wollte, ist, dass wenn du hier was Blaues ziehst, dass das schon eigentlich echt volles Highlight ist. Und du eigentlich nur diese weiße Scheiße ziehst. Die Glock wäre nice gewesen. Die Bison ist ja besser als die anderen Skins, aber so. 5-7. Cerberus ist, ja, die Skins sind, also es gibt ja schon echt coole Skins. Typisch natürlich, dass wir wieder nur die Scheiße ziehen, die ich nicht will. Spiele ich auch jeden Tag 50 Stunden. Ich habe bisher nur Skins gezogen, die ich halt komplett einfach auch nicht brauche. Ja, das ist die Negev, ein Wunderstück der Natur. Wird vielleicht auf einer anderen Waffe besser aussehen, aber ja, hallo. Die Glock ist noch, glaube ich, echt gut was wert. Die ist, glaube ich, 10 Euro wert oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich gucken. Also wir haben echt Hut ab. Ich habe noch keinen Skin gezogen, wo ich sage, außer die MP9. Aber die werde ich verkaufen, den ich spielen werde. Okay, dann war es das auch schon mit Cage. Die schönen Skins sind vorbei. Nur gucken wir uns kurz an. Die hatte ich hier einmal schon gezogen. Die Acheron, die hat mir, glaube ich, damals 90 Euro eingebracht oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Die ist richtig Geld wert und die Skins sehen eigentlich auch gar nicht so abgeschissen aus. Und die Namen, ich komme gar nicht mehr klar. Wenn du neue Skins hast und nicht mehr weißt, wie die eigentlich früher auf Englisch hießen, das ist ein komischer Name, das ist richtig zum Kotzen. Gebt auf jeden Fall natürlich gerne einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr, ob ihr schon Souvenirkisten geöffnet habt oder nicht. Oder ob ihr generell sagt, nee, scheiß Dreck. Die M4 wäre tatsächlich noch echt cool gewesen. Die Mainframe. Dann hat sie wieder so teilweise so, oh, da war die scheiß AWP, Mann, ich krieg's kotzen. Meine Fresse. Komm, ein was. Wir müssen noch unsere neuen Kisten. Oh, die Glock. Die Glock sieht cool aus und wäre, glaube ich, auch bestimmt noch richtig fast wert. So ein Minimal Wear oder Factory New. Die Bison ist natürlich auch der Wahnsinn. Letzte New Case. Letzte Chance auf die Steuerkonsole. Und ja, die Galileo. Auch bester Zustand. Overpass. Jetzt kommt die, wie heißt es, Meisterwerk. Hier hat es natürlich auch die DTPAT, hatte ich demnächst gezogen. Ich hatte irgendwie immer Glück mit den AWPs, aber die verkauft sich so kümmerlich.
Da habe ich, glaube ich, für, weiß gar nicht mehr, 70, 80 Euro oder so habe ich die rausgeschmissen, damit die mal endlich jemand kauft. Und kann damit, glaube ich, noch zufrieden sein. Kommen jetzt einmal noch was Gutes aus den ganzen Kisten. So haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Kisten uns erarbeitet. Ja, die gute Max 7 Souvenir Sturm. Auch wieder Props gehen da auf jeden Fall an die Designer. Drittletzte Case. Oh, da war die DDBAT. Ich meine, ich würde sie sogar nehmen. Oh, die... Ah. Kontrastspray ist es. Zwei Cases noch. Gelben hat kein Mitleid. Wenn so mein Case-Opening am Montag aussieht, nur Cases, dann muss ich, glaube ich, Counter-Strike offiziell deinstallieren. Letzte Case. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Muss suchen. Einmal bitte in Factory New, egal welche von denen, ohne Witz, also die eine von den drei jetzt FN. Bin ich zufrieden. Die UMP geht natürlich auch. Vielen Dank fürs Reinschauen, lasst einen Daumen hoch da, wartet auf das Ankündigungsvideo, das kommt die nächsten Tage und ja, vielen Dank fürs Einschalten.